Mu und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cult of the Lamb im Zombismus. Meine Zähne tun nicht mehr weh. Ja, mein Zahn ist tot. Nein! Scheinbar während dem letzten Freitag bis jetzt ist irgendwann mein Zahn gestorben. Ich habe meinen Zahnarzttermin vorverlegt, weil der wäre erst in einer Woche gewesen, weil es halt so weh getan hat und alles so schlimm war, ne? Ich habe ja ein bisschen erzählt, dass ich Probleme mit dem Zahn habe und Schmerzmittel nehme und was auch immer. Vielleicht habe ich es auch nur im Stream erzählt. Ich erzähle es jetzt hier auf jeden Fall auch. So, ich rede jetzt mit dem Avatar, wenn ich hier nur am Labern bin, dass irgendwas sich im Bild bewegt. Ja, keine Ahnung. Es hat sich irgendwie so ein halbes Jahr lang angebahnt. Ich war irgendwie in der Z6 mal beim Zahnarzt und der hat irgendwie jedes Mal nie was gefunden oder war sich nicht sicher, aber hat einfach nur den Zahn neu verschlossen und die Füllung neu gemacht. Und jetzt war der im Urlaub und jetzt war ich bei einem anderen Zahnarzt. Und da konnte er kein Röntgenbild machen, weil ich bevor der andere Zahnarzt im Urlaub war, da nochmal war und der da nochmal ein Röntgenbild gemacht hat. Und die wollen ja nicht zu häufig welche machen. Und ich habe halt einfach gesagt, der tut ultra weh, der Zahn. Ich kann gerade nicht mehr ohne Schmerztabletten leben, bitte Hilfe. Und dann hat er einfach halt reingebohrt und eine Wurzelbehandlung gemacht. Und er war sehr happy, dass ich da war. Er hat gesagt, es war sehr, sehr gut, dass ich zu ihm gekommen bin so früh. Weil irgendwie 2 oder 3 Tage später wäre meine komplette Backe angeschwollen. Also habe ich scheinbar das Schlimmste vermieden noch. Und er meint halt, der Zahn ist schon tot. Ja, schade. Jetzt ist der erstmal versiegelt, bisschen Medizin drin und so. Und nächste Woche wird der richtig zugemacht. Aber mir geht's gut. Und das ist sehr chillig. So, und jetzt können wir weiter Cult of the Lamb. Hand of Blood hat das Spiel auch als Projekt angefangen, tatsächlich. Und ich bin da eine Kuh. Keine lila Kuh oder so, sondern eine normale Kuh. Also lila hätte ich ja schon mindestens erwartet, aber... Naja, man nimmt, was man kriegen kann. Zombo hat eine Quest für mich. Warum hat der immer Quests für mich, der Junge? Du hättest gern Pilze aus dem Anura-Dungeon. Nö. Entschuldigung, Zombo. Aber gerade keine Energie, jetzt da noch meinen Tagesplan zu ändern. Ist nämlich echt schon spät. Und ich würde gerne irgendwie die Laune meiner Anhänger heben. Ich rufe einen freien Tag aus. Fertig. Ihr kriegt jetzt Urlaub, dann ist euer Glaube voll. Ihr macht zwar nicht so viel, aber vielleicht kriegen die auch nicht so viel Hunger. Keine Ahnung, wir gehen auf jeden Fall in den neuen Dungeon. Bevor wir das machen, soll ich nochmal in den Leuchtturm beim Steg gucken, hat ein Kommentar geschrieben. Und das machen wir natürlich auch. Und ein paar andere Kommentare haben mir noch eine Sache gespoilert, wie viele Anhänger ich brauche. So, Quest abgelehnt, alle geweckt. Trotzdem Glaube einfach voll, weil ich der Allerbeste bin. So, wir holen hier das Essen raus, auch wenn es nicht viel ist. Und gucken mal, was wir hier so kochen, vorbereiten können. Jo, wir haben von dem kleinen Fisch. Den kleinen Fisch brauchen wir für gar nichts sonst, ne? Doch, hier, die hier können wir machen mit dem kleinen Fisch. Nicht so toll. Und das ist Krankheit. Ja, kochen wir das hier. So. Oh mein Gott, dieser Gigalag, ne? Wenn ein Tagwechsel ist. Schon amüsant. So. Ja, aber Pilze aus Anura holen. Tut mir leid, Zombro. Ich habe Besseres zu tun. Muss kalt auf der Lampe. Wir können das alles nicht essen, es ist für unterwegs. Euer Hunger ist fast voll. Danke. So, gucken wir erstmal kurz zu dem Gebäude da drüben. Die Höhle des Midas müssen wir uns beim nächsten Mal auch nochmal, falscher Ort, genauer angucken. Astragaloi schiebe ich auch mal auf morgen, weil ich gerade die Folge richtig, richtig spät aufnehme. Und deswegen will ich einfach kurz noch eine kurze Folge rausballern. Weißt du, wenigstens so einmal ein Dungeon durchlaufen oder so. Einfach auf chillig heute. So, was ist denn in dem Turm los? Ja, guck mal, er redet. Unheimliches Licht, darf ich hier weiteres Mal um Hilfe ersuchen? Der Leuchtturm ist im baufälligen Zustand. Wir müssen die Kristalle ersetzen, die das Licht aufs Meer hinaus reflektieren. Könntest du Materialien dieser Art für uns finden? Wir wissen nicht, wo wir suchen sollen. Aber solltest du Erfolg haben, bringen wir dir im Gegenzug ein Opfer da. Wie viel brauchst du? 25 Stück. Ja, das habe ich noch nicht. Ah, cool. Aber ich wusste nicht, dass die Questreihe hier drin weitergeht. Das ist ja nett. Was hast du hier? Bonusressourcen. Nehmen wir mal die Bonusressourcenkarte noch mit. Ist eigentlich ganz nett, das in Runs zu finden. Ja. Sage ich, während eigentlich meine Ressourcen echt gut voll sind. Aber egal. So. Ich will ja eh früher oder später wahrscheinlich alle Karten aufkaufen. Ja, und jetzt machen wir einfach noch einen chilligen Run kurz durch das Spinnengebiet. Essen haben sie da liegen. Glücklich sind sie. Haben eh Urlaub. Ja, Essen ist voll, Glauben voll, Krankheit voll. Also leer so gesehen. Und jo, wir gehen nach Spider Town, genau. Da brauchen wir noch 2 Durchgänge.
Dann können wir das Gebiet fertig machen, dann können wir das andere Gebiet mit dem nächsten Run danach fertig machen und easy haben wir alles geschafft. Der Nekromantenhammer. Habe ich irgendwas im Spiel getan, dass ich nur noch Hammer ziehe? Ich weiß es nicht. Ach, es gab auch mal den Wunsch, glaube ich, ausschließlich Kotmahlzeiten zu kochen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich speichere mal davor. Wenn ich mal dran denken sollte. Vielleicht auch nächste Folge. Okay, ich schreibe es mir auf. Ich werde nie im Leben mir das alles denken, was ich hier merken, was ich hier alles sage. Okay, hab mir jetzt notiert. Leuchtturm, 24 Kristalle, Astra Galoi, 12-mal Köd, Midas-Gebiet und Ratau opfern. Ratau opfern natürlich erst nach Astra Galoi, wenn das alles da fertig ist. Oder so gegen Ende vom Spiel. Aber ich will ja die Quest von dem eigentlich fertig machen. Eigentlich will ich Ratau halt nicht opfern, aber ja, wenn ich alles mit Ratau gemacht habe, das finden wir schon raus, ne? Eine Turtle! Ah, oh, die geht 100 pro auch Astra Galoi spielen. Alle mit diesen Strichen im Gesicht sind irgendwie Astra Galoi spielen gegangen. Shubi. Was gibt's da zu gucken? Ha. Genau, ihr Kronenträger seid alle gleich. Oh, der ist ein Amerikaner. Ja genau, das ist cool. Ha, ihr Kronenträger seid alle gleich. Ihr sagt nichts, außer die Anhänger durch anbeten. Ratau war anders. Er ist sich immer treu geblieben. Du wirst ihm nie das Wasser reichen. Aus dem Weg, ich muss Astra Galoi spielen und Geld gewinnen. Komm und spiel gegen mich, wenn du eine echte Herausforderung willst. Oh, der sieht auch erfahren aus. Der hat einen Rucksack mit Sachen dran. Da kriege ich direkt Angst. Okay. Ja. Übrigens zu der Person, die sich letzte Folge gewundert hat, warum die ganze Zeit Käse aus dem Boden fällt, wenn ich mit meinem Hammer zuschlage. Ich glaube, das soll so Bodenstücke sein, aber die werden von der Beleuchtung der Umgebung nicht beeinflusst. Ist doch offensichtlich. Was ist eigentlich der Boss in dem Gebiet? Ich habe gar nichts Neues gesehen an Gegnern. Aber vielleicht war ich auch einfach sehr unaufmerksam. Keine Ahnung. Oh, fette Kiste. Eine blättrige Laterne. Ja. Komm in mein Inventar. Und eine Karte. Hilft die mir bei meinem Run? Deck die Karte auf. Lame. Na gut, wissen wir wenigstens, was für Räume kommen. Ich muss sagen, die Karte aufdecken ist auch so richtig unnötig, weil es so ultra offensichtlich ist, wo man hier in diesem Spiel lang gehen kann und nicht. Also es ist, die Map ist überhaupt nicht verzweigt. Ich hoffe, irgendwann früher oder später kommt so ein Real Gamer Mode. Vielleicht so ein Modus, wo nicht mal das Aufbauen mit drin ist, sondern einfach echt nur so ein Run ist oder so. Obwohl, das Aufbauen gehört halt dazu und Spiele, wo es nur so Runs gibt und so, gibt's ja zur Genüge. Aber irgendein so More Schwierigkeitsgrad. Ach, Spinny! Hast du dich schon einmal gefragt, was dich erwartet, sobald deine Aufgabe erfüllt ist? Was wohl aus dir wird? Das Lamm ist schließlich ein Opfertier, zum Schlachten gezüchtet. Wenn ich dich nicht schon aufhalten kann, so kann ich dich zumindest auf das Leid vorbereiten, das auf dich wartet. Er war der fünfte Bruder des alten Glaubens, unser Bruder Narinda. Buschel und Pietsmeet, Anführer, es tut mir leid. Oh, nicht schon wieder zwei Stück. Buschel und Pietsmeet muss ich einfach umbringen. Buschel Junior Junior einfach auch. Sorry, Buschel Junior Junior. Toll. Einfach 20 Glauben hier verloren. Ihr macht mir hier Probleme, Kinders. Muss ich mich hier wieder beeilen, dass alles in Ordnung ist. Gleich explodieren. Guck mal, nehmen wir es mal mit. Bin ja mal gespannt. Neue Karte. Extra freigespielt. Okay. Ah, crazy, wie viele Anhänger wir in den letzten Folgen umbringen und opfern mussten, ne? So. Ja, aber wenn ich später mehr Anhänger brauche. Was mir die Kommentare natürlich wieder spoilern mussten, weil sie einfach nicht die Fresse halten können. Ja, ist ja kein Problem, ein paar zu sammeln. Mache ich einfach ein paar Runs und nehme bei jedem Run einen Anhänger mit. Die sollte ich recht schnell voll kriegen. Aber nur ein bisschen Essen hinballern, darauf arbeite ich ja eh hin, dass ich viel Essen habe. Können auch hier schon mal anfangen, eigentlich Anhänger mitzunehmen. Ganz links. Okay, gehen wir einen ganz linken Weg einfach. Ganz einfach. Unbekümmert gehen wir hier durch. Ja, aber mehr Kristall brauche ich sowieso. Also auch für die Quest brauche ich 24, aber auch für andere Sachen. Kristall brauche ich richtig viel. Spinnweben habe ich noch nicht mal gesehen, wofür ich die brauche. Aber es kommt bestimmt noch. Das sind natürlich auch chillige Gebiete, ne? Ich hau aber nur auf ein bisschen Sachen drauf. Und bin fertig mit dem Gebiet. So. Und jetzt kommt nochmal Kämpf und dann kriegen wir noch einen Anhänger. Hoffentlich einen netten. Ich glaube, der erste, den wir mal gesehen hatten, der mit den roten Augen war, ein böser Anhänger. Ich hatte ja bis jetzt tatsächlich keinen. Ja, hätte ich auch kaputt hauen können.
Aber ja, brauche ich auch nicht unbedingt. Aber wenn das jetzt einer ist... Oh mein Gott, ich kann da durchrollen, keine Sorge. Aua. War ja zu erwarten. So. Spider-Man. Danke. Natürlich überlebt er genau mit einem HP, ne? Was haben wir überhaupt für einen Zauber? Ach, das... Liegt hier was Kacke rum? Ja, hier liegt einfach Kacke rum. Spider-Town ist einfach Poop-Town geworden. Aber da war auch ein Grab drin. Die begraben ihre Toten in Kacke. Let's go. Okay, alles leergeräumt. Dann gehen wir direkt das schwarze Herz holen, wenn ich schon Schaden habe. Aua. Ich liebe es, wie sie manchmal instant zweimal treffen, die Gegner. Dass man gar keine so Unversterblichkeits-Frames bekommt. Okay, da habe ich zwei Gegner gleichzeitig getroffen und jetzt auf die Spinne. Zack, einmal drauf und weg ist sie. Rechts will ich und dann hoch. Ich meine, ja, hier ist es jetzt so ein bisschen verzweigter, was cool ist. Oh, jetzt war ich ein bisschen Aggro draufgehauen. Aber, ja, es ging so viel wilder. Aua, ich wurde schon wieder getroffen. Ich weiß nicht mal, was alles auf mich schießt und angreift. Ich gehe erstmal auf die Spinnen. Damit die weg sind. Okay, perfekt. Einer hat eine Bombe gedroppt. Der hat irgendein Giftsymbol. Ach, der droppt immer Gift, wenn ich ihn treffe. Okay. Irgendwie hatten wir fünf Special-Gegner in dem Raum. Komplett verwirrt war ich aber nur. Aber wenigstens mal einen Raum, wo wir Damage kriegen. Schwierigkeitsgrad bin ich immer noch ziemlich unsicher. Es gibt sehr viele Aussagen von Leuten und sehr viele unterschiedliche Aussagen, was es beeinflusst. Es gibt Leute, die sagen, dass der Basebau und wie viel Needy die Bewohner haben, davon beeinflusst wird. Es gibt Leute, die sagen aber auch, yo, nur die Herzen sind davon beeinflusst. Es könnte auch sein, dass das Leben davon beeinflusst ist, aber ich habe keine Ahnung. Weil das Spiel halt nichts einem sagt in der Hinsicht. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn man das so für Data meinen müsste, um es herauszufinden, was der Schwierigkeitsgrad genau einstellt. Ich will doch eigentlich wissen, was ich hier beeinflusse in meinem Videogame. Aber scheinbar ja nicht. So. Du schießt dein Gift. Warum bin ich in dich reingerollt? Egal. Das war mein Plan. All along. Ich wollte das halbe Herz verlieren. So, den machen wir weg. Ja, ich mag es, wenn sie einfache Muster spucken. Daumen hoch. Ich mag es nicht, wenn ich einfach gestrickt bin und in alles reinrolle. Sombro hat ein hohes Alter erreicht. Nein! Hört doch auf, alle zu sterben! Warum lebt ihr 5 Minuten? Aha. Ist ja unmöglich, viele Anhänger zu sammeln, wenn die alle sofort sterben. Ich sollte mal echt den Jungen wegmachen, ja. Macht ja einfach 1 Million Sachen auf mich drauf. So, aber eigentlich sind wir noch nicht fertig mit der Ebene hier dann. Warte mal, sollte es nicht eine Waffenebene sein? Sind hier Schwerter? Nee. Okay. Ich habe den Raum nur ausgelassen, weil ich dachte, da ist so nichts. Aber da ist ja auch scheinbar nichts. Ja, ich kriege ja Waffen auf jeden Fall nach dem Bossraum hier. Ja, hier meine ich. Ja, in dem Raum. Eine gnadenlose Axt. Ja, bitte. Bitte nimm diesen Kackhammer von mir weg. Dankeschön. Endlich mal ran wieder ohne Hammer. Einen Anhänger kriegen wir auch noch. Hallo. Eine Spinne, 4 Wellen? Shamura, für deine Weisheit erbringen wir dieses Opfer. Allwissen da in dir suchen wir Antworten. Warum konnte er erst rollen? Vier Gegnerwellen dafür für einen Anhänger. Zack. Ja, guck mal, es unterbricht sogar diesen Charge von der Spinne. Wild. So. Jawohl. Jawohl. Und den machen wir aber von hinten. Hinterrücks fertig. Nice. Das Spinnvieh haube da. Eins ins Gesicht und da ist unser kleiner Fledermausmann dabei. Hallo. Du bist vielleicht umbenannt oder so oder siehst anders aus, aber komm schon mal mit. Ab in die Tüte. So. Sehr schön. Ein weiterer Anhänger für uns. Ja, ich bin gespannt. Vielleicht machen wir am Ende noch so einen Bonus-Part, wo ich so ein paar Sachen ausprobiere, die ihr geschrieben habt. Die für mich zu spoilerig waren oder so.
Wie zum Beispiel das mit den Kotmahlzeiten. Ja, weil das, da würde ich nicht selber drauf kommen, während ich spiele. Und deswegen will ich das auch erst danach dem Projekt testen. Wenn ich sowas mal zufällig entdeckt hätte, wäre es was anderes. Aber ja. Bin gespannt, ob es überhaupt was macht. Aua. Ich habe keine Feuerpfeile gesehen. Ob der Schuss auch Schaden macht, wenn er mich trifft? Weiß es nicht. Feuerball. Bohrung des Wiedergängers. Lässt die Erde aufbersten und setzt eine Horde Geister frei. Oh, geil. Eine Horde Geister freilassen. Das klingt stark. Rette meinen Run. Töte alle meine Feinde. Jo, ich habe die Spinneier schnell genug kaputt gekriegt. Was hat mich getroffen? Ich weiß es nicht. Okay. Nice, nice, nice. Ich wollte wegrollen. Meine Rolle ging in die falsche Richtung. Na guck mal, langsam kriege ich hier schon in den Runs auf jeden Fall ein bisschen aufs Maul. Und ich habe mir ja auch permanent ein halbes Herz abgezogen. Ist auch nochmal schön für den Schwierigkeitsgrad eigentlich. Am Ende des Tages. So. Zwei Schläge. Zuhauen. Oh mein Gott, du ziehst die wieder hin? Spür die Explosion der Geister. Spür die Explosion der Geister. Okay. Woher soll ich denn wissen, dass du die wieder zusammenziehst? Sicker Move, auf jeden Fall, aber trotzdem kacke. Kann ich doch nicht riechen, dass du solche Magic-Tricks drauf hast. Kriegst sogar noch mal einen Waffenladen? Was mit Tarotkarte? Oh mein Gott, wir kriegen halt echt einfach nur einen Waffenladen. Aua. Ja, mach ich halt den Boss mit zwei Herzen. Kein Ding. Alles gut. Wenigstens im Real Life keine Schmerzen mehr, sondern nur noch im Spiel. Was passiert hier? Hallo? Explosives Projektil, göttliche Pest, Flammenschuss. Ich mag aber eigentlich mein Explosion mit Geistern. Ah, mein Ding konnte ich hier auffüllen. Das ist nett. Kein Loot? Nee. Ja, die Holzpoppen kann man zerhauen und kriegt ein bisschen Holz raus, aber. Das war jetzt nicht so wichtig. Ein Crit frei. Wenigstens ein gratis Crit haben wir dabei. Yo, ein Skorpion! Hau raus! Ja, hau raus! Oh mein Gott. Hau bitte nicht mehr raus. Ah, du hast bessere Muster auch. Okay, Charge und Ball. Charge und Explosion. Schweif. So, nice. Cool, mein Schuss hat es gestoppt. Ja, meine Geister blocken Projektile. Ja, das ist ein bisschen ungünstig. Das ist ein bisschen ungünstig. Geh mal hier rüber. Kannst du mal aufhören? Oh, meine Geister haben sie getroffen. Huh! 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 Da bin ich. Ich wollte nicht mehr getroffen werden. Mein Leben war so niedrig. Hallo, komm mit. Noch ein zweiter Anhänger. Let's go. Boah, jetzt zwei Namen. Rote Beete Samen, rote Beete direkt. Ja, nehmen wir rote Beete direkt. Mehr essen. Ja, lecker. Fertig. Ab nach Hause. Beim nächsten Mal können wir den Boss hier machen. Sehr schön. Sehr fleißig, sehr gut. Ketzer besiegt. Alle Ungläubigen geläutert. Wir haben jetzt schon... Ich glaube, ich bin zu sehr an den Hammer gewöhnt. Und seinen Damage. Jetzt kann ich die anderen Waffen nicht mehr. Bin zu sehr Hammer-Main geworden. So, hier kriegen wir ein bisschen Zeug. Mein Kultglaube ist leer, wenn ich das richtig sehe. Was ich gar nicht gut finde. Wir gehen einfach rein und machen erstmal eine Predigt, um alle glücklich... Warum ist denn der komplett leer gegangen? Die gucken alle ultra-mad. Gerade noch die Folge drüber geredet, dass man keine traurigen Anhänger hatte. Was kann ich denn dafür, dass ich zwei umbringen musste? Ich mache alle Rituale, die euch glücklich machen. Macht euch eine Wiedergeburt glücklicher? Nö. Eine Gehirnwäsche macht euch glücklich. Ja, wir werden ein paar krank. Es gibt keine von euch, die traurig sein dürfen. Tut mir leid. Esst ein paar Pilze, werdet alle krank von mir aus. Wie viele sind krank geworden? Wahrscheinlich alle einfach oder so. Ah, alle sind glücklich. Niemand beschwert sich in meinem Kult. Drei kranke Leute. Ja, damit kann ich arbeiten. Ein glücklicher Kult ist ein guter Kult.
So, dann loote ich hier mal alles kurz raus. Dann loote ich da mal Dann loote ich da mal alles aus. Ich habe auch keine Begleiter mitgenommen heute irgendwie, ne? Hätte ich alles besser machen können. Wir boosten einmal Holly. Erzähl mir von deinem Bett. Ja, ja. Oh, du magst keine Suppe? Oder was auch immer das war. Suppe ist, glaube ich, nicht so gehäuft. Ja, vielleicht Nudeln oder so. Dankeschön. So, Manu, ich weiß, dir ist schlecht, aber geh mal Bettruhe. Moggy, Bettruhe. Erholt euch. Paluten, bitte Bettruhe. So, jetzt kann ich ja wieder machen, was ich möchte. Ah, wir haben erstmal das hier. Machen wir mal die Tabernakel. Kann ich mehr Glauben speichern. Für die letzten Level. Ja, das ist wichtig. Wer hat Leuchteaugen? Holly hatte Leuchteaugen, glaube ich. Ja. Hier, Holly, gib mal dein Level. Eieiei, ist hier alles schief gegangen. Ja, ich will doch nur mit euch endlich reden. Hört doch auf, 10 Minuten euch zu unterhalten. Meine Güte, ich bin extra erst zu den anderen gegangen vorhin. Weck euch auch jetzt nochmal auf. Ihr seid ja eh alle gerade gepilzt. Sagt 4 kranke Leute. Vielleicht habe ich einen übersehen. Ritual der Wiedererweckung. Genau, erstmal jemand Totes sofort wiederholen. Unser Kult ist viel zu klein. Besonders Holly hat dieses doppelte Lebenszeit-Ding und der ist einfach immer noch nicht gestorben. Kann ich eigentlich Henno wiederholen, obwohl ich ihn verfüttert habe? Nein, guck mal, da bleibt Henno weg. Okay, Henno ist wirklich komplett tot. Ich hätte mich echt gerne wiedergeholt. Weil ich bin schon, wenn ich bei ihm im Projekt auftauche als Kuh. Kann ich ja nicht angehen lassen. Ja, Laubfuchs, komm mal wieder. Fleißiger Nachtarbeiter. Willkommen zurück. Dann bestechen wir nochmal alle. Obwohl, das hätte ich machen sollen, wenn nicht die Hälfte im Bett ist, ne? Das war jetzt ein bisschen gewastet, aber egal. Hier, mein kleinster Kreis darf etwas Geld bekommen. Bitteschön. So. Ja. Kult muss leveln. So, dann gucken wir mal, wie wir alles wieder in Ordnung bringen hier. In unserem Chaos-Kult. Obwohl, gucken wir beim nächsten Mal. Wollt ihr heute gar nicht so lange machen. Na, das nehme ich noch mit. Und ich gucke noch, wer Nummer 4 ist von den Personen, die krank sind. Ah, hallo Lopfox, was möchtest du? Hör zu, Anführer, ich mache es kurz. Ich will der Glaubensvollstrecker sein. Lass mich beweisen, dass ich der Richtige für die Aufgabe bin. Lopf. Weiterer Glaubensvollstrecker ist in Ordnung. Wir müssen erstmal unsere neuen... Ja, hallo? Wir müssen erstmal unsere neuen Anhänger annehmen. Hallo, du bist, Waspel? Vom Wählen? Habe ich auf den Kanal geguckt und auch instant ein Genshin Placement gesehen. Fand ich nice. Als Giraffe. Hallo, Waspel. Willkommen. Ein weiterer YouTuber für den Kult. Oder Streamer. Und ein Vlesk wollte ich jetzt noch machen. Du darfst, Bäume fällen, anbeten, was du willst. Egal. Hallo, du bist Vlesk. Wie auch immer ich dich aussehen lasse. Irgendwas Pinkes. Eigentlich Fuchs, aber wir hatten schon Fufu als pinken Fuchs, deswegen... Obwohl, wir haben hier diesen Langohrfuchs. Aber das haben wir halt auch schon. Warte, nee. Wir brauchen ein neues Tier. Wir müssen neue Tiere haben. Das da. Das sind Pink. Hallo, das ist Vlesk. Willkommen. Willkommen im Kult. Vlesk ist ein Streamer. Hallo. Lass anbeten gehen, dankeschön. Jetzt haben wir wieder 14 Leute. Aber wieder halt, ne? Es sagt 4 kranke Anhänger und 3 liegen im Bett. Wo ist der kranke Anhänger? Ich sehe keinen kranken Anhänger. Ist irgendwie hinter dem Gebäude jemand gestorben oder so? Wie viel Geld ist hier drin? Oh, 70. Sehr schön. Mein Geld wurde nämlich langsam knapp. Dann ernehmen wir Laubfuchs kurz zum Glaubenvollstrecker, um die Quest zu erfüllen. Willkommen. Ja, schimpfe alle. Sehr fein. Und halten eine Predigt. Einfach für ein Extraherz beim nächsten Run. Die habe ich ja scheinbar heute auch gebraucht. Holly nochmal kurz hier gebufft. Zack, nochmal ein Level. Holly wird einfach der Damage-König. Sehr schön. Laubfox Quest geben wir später ab. Die hat ja keinen Zeitlimit, sobald sie fertig ist. Ja gut, dann fertig für heute. Beim nächsten Mal mehr und länger und alles durchdachter. War eine kurze Folge. Wir können zum Hauptmenü mal gehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Cult of the Lamb. Falls ich sonst noch irgendwelche Sachen übersehen und vergessen habe, bitte schreibt sie gerne in die Kommentare, aber keine Spoiler. Bitte nichts vorwegnehmen, nicht sagen, welche Bosse kommen, wie viele Anhänger ich brauche oder sonst was. Macht bitte einfach euren Kopf an. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.